Aber heute habe ich das Größere bekommen, das ist ja dieses XL da. Von Samsung, ja. Nee, nicht Samsung, nee, E-Plus hier, also ja, von E-Plus. Was ist das denn? Gibt's nicht mehr. O2, die wurden jetzt aufgekauft. Die wurden aufgekauft. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Werbung machen, dann rufen wir Barack Obama an. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ja. Das ist total. Ralf Möller ist bei uns zu Gast. Und wenn Sie gerade erst einschalten, dann haben Sie Arnold Schwarzenegger bei TV Total verpasst. Das war wirklich eben Wahnsinn. Ja, war in China auf Promotour, da ist ja früh morgens gerade, oder? Ja, er ist jetzt mittlerweile nach Los Angeles wieder gelandet und wir haben in Kalifornien jetzt 20 vor 10. Ja, okay, ist schon wieder da. Okay. Aber nein, das Programm. Wie war das jetzt? Barack Obama, kannst du auch anrufen oder wie? Ich habe ihn. Durch Arnold habe ich natürlich schon einige Präsidenten kennengelernt. Ja. Bush damals, Obama und. Ganz, ganz früher sogar einmal Reagan, der war aber schon weit über 80. Yeah. Kannst du anrufen? Und Reagan geht nicht mehr, aber Obama. Aber die sind alle, um da nochmal drauf zu kommen, dieses Fithalten. Er ist ja mittlerweile 68, Stallone ist 69 und die Jungs machen ihre Filme noch. Natürlich ist. Aber mit viel Fanta im Gesicht. Nicht beim Arnold. Ja, nicht beim Arnold. Arnold ist fein. Der ist, wie gesagt, das ist nicht nur das Training durch dieses Bodyfit oder Workout, was wir machen, Liegestützen oder ich weiß nicht, wir haben ja auch noch so einen Sack, den habe ich mir mal. Was haben wir denn hier? Ist der nicht hier? Hier, hier ist schon wieder Sack. Der sitzt doch da. Das sind ja. Das ist mein Stefan, ne? Ja, ne? Immer wieder. Ja. Du kannst, das sind ja simple Sachen, aber Liegestützen, ihr habt es ja da gesehen. Oder du packst dir jetzt zum Beispiel einfach hier mal so eine, da haben wir jetzt Flaschen drin. Ja. Da haben wir ganz viele Flaschen, 4 Liter Flaschen. So, und hier, das geht simpel los. Und deshalb bin ich ja da im Internet. Ja. Dann schaltest du an und dann motiviere ich dich. Ach so, okay. Und dann kannst du hier ganz normal halt diese ganzen Übungen machen. Okay, dann motivier mich mal. Ja? Mach ich das mal und du motivierst mich. Und dann nach hinten. Motivier mich mal. Komm on, Stefan, du bist der Größte. Komm on, pump up. Ich kann nicht. You can do it. Nein, ich kann nicht. You can, come on. Ich bin so fertig. Come on. Du musst mich mehr motivieren, ich kann so nicht. Du siehst geil aus. Ja? Du bist charmig. Ja. Blond. Da brauche ich ja nichts zu machen. Das Einzige, was dir noch fehlt. Das Einzige, was dir noch fehlt, ist der Bizeps. Ja. Pump it up. Komm mal. Ja. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja. Er hat's drauf. Ja, prima. Natürlich. Sehr gut. Yeah. Es ist toll. Und nein, es ist wirklich ein tolles Gefühl, weil im Grunde sagst du dir, wenn du es einmal so über 2-3 Wochen gemacht hast, sagst du, Mensch, ich muss ja jetzt gar nicht planen, wann ich ins Studio gehen muss. Ich mach's jetzt einfach. Ja, aber das Doofe, wenn man Wert auf seinen Buddy legt, ist, man muss immer wieder was machen. Man kann nicht jetzt 2-3 Wochen machen, dann hat man einen geilen Buddy und danach kann man sich wieder hängen lassen und Chips fressen und Bier saufen. Sondern man muss immer weitermachen. Das ist ja das Anstrengende daran. Das ganze Leben weiter. Immer 1, 2, 3, 4. Und Eier essen und Hähnchen und was weiß ich nicht alles. Ja, aber schau mal, wenn du dich. Es ist ja auch eine Lebenseinstellung. Und wir werden ja alle älter. Und wir wollen ja auch im hohen Alter noch fit sein. Ihr jetzt nicht sehr überwiegend, die sind ja alle hier 18, 25, 24. Aber wenn du nachher, das geht ruckzuck. Ja. Wenn du dann mal auf die 50, da sagst du, Mensch, 50, meinst 55, die sind, das ist ja Rentenalter. Und wenn du früher über 60 gesprochen hast, wenn du gesagt hast, auf 67, 68, 69, um Gottes Willen, da ist ja gar nicht mehr hier unter uns. Ja. Wir werden alle älter. Das kann sein. Und deshalb müssen wir auch fit sein im hohen Alter. Und so! Ihr könnt schon damit anfangen. Lass uns sprechen über den zweiten Teil von High Alarm auf Mallorca. Ist der in Planung? Habe ich gehört. Ja. Und da du den ja über die letzten, den haben wir 2004 gedreht. Ja. Und ich muss sagen, du hast den ja eigentlich zum Kultfilm gemacht. Ja. Es kam Gladiator, High Alarm auf Mallorca. Ja, genau. Und ich hab tatsächlich beide gesehen. Aber jetzt pass auf. Und ich fand High Alarm besser. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Gag. Vor ungefähr 2 Jahren. Du hast einen Preis bekommen. Ich habe einen Preis bekommen. Ich habe es zufällig um 2 Uhr morgens, ich kam nach Hause, schalt an oder um 1 Uhr nachts. Und zwar Katzenklo. Wie heißt der noch? Helge Schneider. Hat dir einen Preis überreicht. Ja, genau, 1 Live Krone. So hieß 1 der Preis. Live ja, Krone. Genau. Und so. Dann? Und hat gesagt, Stefan, du hast schon alles gemacht, alles erreicht, aber du hast noch keinen Film gemacht. Und da sagst du, High Alarm mit Ralf Möller, der zweite Teil, sag ich. Da mache ich da mal kurz mit. Das habe ich gesagt, ne? Ja. Das war mein Scherz! Nein. Das war ein Scherz! Nein. Doch! Nein. Ich habe niemals ernst gemeint! Das war ein Scherz! Ich habe niemals gedacht, dass du mal ernst!
Verein mitmachen. Wir machen den Zweiten. Das war ein ganz, ganz großer Spaß. Also, er hat den... Das war auch Spaß. Das ist Comedy. Das heißt, man meint es nicht ernst. Man sagt es nur so. Man sagt es, weil man es auf keinen Fall will. Er hat Danny DeVito erwähnt. Aber es ist eigentlich er, mit dem ich dann... eine kurze Gasteinladung. Nee. Wir werden dich reinschreiben. Nee, also Hayala mach mal Mallorca. Auf der anderen Kufe von dem Helikopter wirst du hängen. Nein. Zum kurzen Abschuss, das kriegen wir hin. Wie, du auf der einen Seite, ich auf der anderen? Du auf der anderen Seite, ja. Da hängt er ja so. Nein. Bis dahin hast du so viel trainiert, da hast du so Muskeln, das packst du easily. Nee, dann mach ich lieber so einen Entenabgang. Nein, aber... Hayala mach mal. Ja. Wer kommt auf jeden Fall? Ich hab kein Schauspielerisches. Ich hoffe. Doch. Du hast Riesentalente. Übrigens, ich hab das Bild gesehen, ganz toll. Saxophon ist mein Lieblingsinstrument. Du spielst ja auch Saxophon. Bild hast du gesehen? Wo ich dir jetzt die letzte Stunde drin gesessen habe und Ein Raum. Und du hattest da ein großes Bild, ist da mit der Band. Und er spielt Saxophon. Spielt er Saxophon? Ja. Ich nicht gut, aber es geht so. Ja, willst du einmal machen? Wieso? Mach du einmal. Ich hab einen Arnold gebracht. Spiel einmal Saxophon. Habt ihr eins da? Komm, jetzt muss er Saxophon machen. Wir sind nie abgeklärt. Komm. Ich hab schon mal in der Sendung Saxophon gespielt. Ja? Wo ist er? Was? Genau, bei Happy. Thorsten, bringst du mal bitte das Saxophon? Ah, ein Traum. So. Das ist live, so, das gibt's gut. Ja gar nicht. Komm, das muss ich mal. Irgendwas, hast du irgendwelche Krankheiten oder so? Nein. Bitte? Nein? Okay, noch nicht. Ich putz mal ab, ne? Beim Saxophon ist immer so, das Saxophon ist ja ein Holzblas. Was machst du denn da wieder? Nix. Ich nehme dich jetzt kurz ist ja ein Holzblasinstrument, muss ich kurz erklären, weil hier unten ein Holzblättchen ist. Nicht etwa ein Blechblasinstrument, weil das Saxophon aus Blech ist. Das ist ein Holzblasinstrument. Wegen dieses Blättchen. Das Blättchen muss immer gut angelutscht sein, sonst klingt das Saxophon nicht. Wenn man also auf einem fremden, angelutschten Blatt spielt. Komm, ja? Zeig uns was. Komm. Ich nehme mich jetzt auf. Das schicke ich dem Arnold dann rüber. Komm. Das sieht ganz Hollywood. Hallo Arnold, viel Glück. Ja. Ich muss mal gerade gucken, ich muss mir erst mal einspielen. Moment. Ja, komm, mach mal. Oh, oh. Das ist gar kein Saxophon. Das kommt doch jetzt. Da kommt ja gar nichts raus. Das ist ja gar kein Saxophon. Ja. Warte mal, ich kenne von Bach das. Schau, ich habe noch einen Gruß an Arnold Schwarzenegger. Moment. So, das war's für heute. Das war Ralf Möller, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass du hier warst. Morgen bei uns der schwedische Comedian Karl-Einer Häckner und das kleinste Pony der Welt. 42 cm groß. Jetzt kommt die Big Bang Theory. Vielen Dank, Ralf Möller. Tschüss. Wespenplage in ganz Deutschland. Überall Wespenplage. Und ich hab's gar nicht mitbekommen, weil ich war auf Trekkingtour in Nepal. Und da hab ich, also was heißt auf Trekkingtour? Ich habe mich von drei Sherpas auf Mount Everest tragen lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber da hat mich ein Freund angerufen, hast du gehört, Wespenplage. Und der Empfang war so schlecht. Und da habe ich gehört, Lesbenplage in Deutschland. Und da habe ich gesagt, wieso? Die Frauen-WM ist doch in Kanada.